Wesen, Naturwesen, Elementare stehen dort miteinander im Saum. Du siehst sie, sie schauen in den Weltenraum. Sie machen dir Platz und du nimmst deinen ein. Hinter dir spürst du die Dunkelheit sich ballen. Und dort vorne siehst du das Licht. Mit sanftem Glanz sich an der Erde bricht. Und die Erde wendet sich weiter und wendet sich zu. Neuen Tage.
älteste Wunder gesehen, das es denn gibt. Nun bitte ich dich, mach dich auf den Weg. Zu feiern dies. Weißt du, dies passiert jeden Tag. Doch nie war die Nacht dunkler und die Sonne erwünschter. Gleitest du hinunter, leicht und schwebend, wie ein Nebelfetzen, dem Boden entgegen, dem Boden der alten Höhle, im Weltenbaums Raum. Von dort zieht dich der Stamm in sein Holz hinein und lässt dich in deinem Leben wieder frei. Sei dir dieses Wunders bewusst, wenn du nun feierst und dich freust. Es geht nicht darum, ob du schöne Dekoration wählst, ob du das richtige Ritual durchführst, ob du etwas Tolles oder etwas weniger Tolles machst, ob du mit Menschen oder ohne Menschen feierst. Mit dir erlebt die ganze Erde dieses Fest, diesen Zeitraum. Und es geht nicht um das, was nun toll oder richtig ist zwischen den Menschen. Es geht einzig darum, dass dieser alte Tanz zwischen Sonne und Erde sich wieder um ein halbes Jahr vollendet und ganz werde. Und dadurch und nur dadurch Leben sein kann. Kein einzelner Gott, kein Mann ist dem gewachsen, könnte dies tun. Wisse, das ist die Macht der Natur und du kennst sie nun. Die Runenhexe.